Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der Raum und Zeit gebar. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der einen Planeten in diesem Raum kreisen ließ. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, dem das heute uns bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Heavy pulse, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks. Fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious.
Nein. Na klasse. Scheiße. Ну
Ich glaube, sie sind weg. Was zum Teufel? Ich wollte nicht so fest zupacken. Tränen. Eine Chiraliumallergie. Also, hast du Dooms, wie ich? Ich habe den Extinktionsfaktor. Aber ich glaube, du hast mehr. Welche Stufe? Du siehst sie, stimmt's? Nein, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Der Zeitregen lässt nach. Mein Name ist Fragile. Ja, ich habe von dir gehört. Wirklich? Sam Porter Bridges. Der Mann, der liefert. Willst du ihn? Ein Kryptobiot am Morgen vertreibt den Zeitregen. Willst du für mich arbeiten? Ist sicher hart hier draußen, so allein. Echt? Ich dachte, Fragile Express hätte genug Leute. Genug Verräter. Nicht mehr viel von uns übrig, bis auf ein paar ehrliche Menschen. Und dazu kommt... Von mir ist auch nicht viel übrig. Bin völlig durchweicht worden. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Mehr nicht. Hier ist Bridges Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Geht's in die Stadt? Pass auf dich auf. Diese Dinger bleiben nie lange fort. Zeitregen spult alles vor, was er berührt. Aber er kann nicht alles davon spülen. Die Vergangenheit lässt einen nicht los. Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. Must
sun can stay till peace is in. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Scan wird gestartet. Pracht geprüft. Vielen Dank.
Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Musste im Sturm warten, hab mein Motorrad verloren. Oh, das klingt aber wirklich mies. Zum Glück sind unsere Waren in Top-Zustand. Du hast uns zwar warten lassen, aber alles scheint in perfektem Zustand zu sein. Also, tolle Arbeit. Bis zur nächsten Lieferung. Spezialauftrag für Sam Porter Bridges. Eilauftrag. Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sam Porter nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erklär's unterwegs. Na los. Hier, siehst dir an. Der hat ein Date mit dem Verbrennungsofen. Wann ist er gestorben? Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wohl vor über 40 Stunden. Er war nicht in Quarantäne? Er war nicht krank. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller GDs. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrenn das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium so nah bei der Stadt freisetzen? Das geht nicht. Ist besser als der Weg zum Verbrennungsofen. Hey! Wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Er zeigt bereits Anzeichen von Nekrose. Erstmal schnell gehen, sonst knallt sie hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam.
Und ich sehe Gedeas nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge Baby. Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Ist immer ein beschissenes Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt! Andere, als ich ein Kind war. Amerika war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Roten wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davongespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Und ab da verkrochen sich die Leute in den Städten. Und Boten wie du wurden auf Händen getragen. Ein Regenbogen. Wie weit noch bis zum Verbrennungsofen? Der Typ ist gleich soweit. Shit. Wir müssen mitten durch die GDs durch. Die Schweine haben uns da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Sam, kannst du irgendwas sehen? Nein, nichts. Muss kaputt sein oder so. Thank you.
hier. Ich krieg sie nicht raus. Sam! Sei ruhig und nicht atmen. Thank you.
Einst gab es eine Explosion. Eine Explosion, der das uns heute bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Eine Explosion, die unsere letzte sein wird.